So, als Motivation für die Teams, ich habe ein schönes Entropia-Handtuch mit dem neuen Logo. Ist es richtig rum? Ja. Die könnt ihr auch noch käuflich erwerben. Da gibt's noch welche. Ich habe eine Müsli-Schüssel von der letzten GPN. Ich habe Wackelaugen. Ich habe Cyber-Absperrband. Das sind etwa 100 Meter oder auch 400 Cyber. Und ich habe einen Bluetooth-LED-Controller für alle, die LEDs unterm Sofa haben möchten. Und ich suche jetzt zwei Teams, die dafür bereit sind, sich also für diese Sachen zu blamieren vor der Kamera. Und gerne Bilderrätsel raten. Genau, wo ist der Rest von meinem Team? Was du machen kannst, du setzt dich einfach hier hin und hoffst auf weitere Mitstreitende und irgendwann sind die Plätze voll. Eine oder ein näher geht noch. Wir wollen auch Bier. Warum haben wir kein Bier? So. Ist hier jemand von... Gut, ihr braucht jetzt beide einen Namen. Also sowohl ihr als auch ihr. Was? Ihr? Bier. Bier. Unser Name ist Bier. Klein, groß. Achso, vier. Bier. Was? Von hier. Was? Vier? IPv Bier. IPv. Sind Sie mir denn Team unfreiwillig alkoholfrei oder so? IPv Bier und ihr seid unfreiwillig alkoholfrei. Okay. Deprimierender Name. Nein. Windshift. Gut, dass er Modus. Das Fenster. Zwischenruhphase. Das sieht man eben. Okay, noch kurz die Regeln. Ihr kennt sie bestimmt, aber es wird immer unten euer Teamname angezeigt. Das heißt, ihr ratet nur, wenn euer Teamname da steht. Und ihr ratet bitte laut ins Mikrofon, damit alle mitlachen können. Irgendwann ist eure Zeit vorbei und dann darf das andere Team raten. Aber falsch raten gibt kein Penalty, oder? Nee. Okay. Dürfen wir das andere Team verwirren? Ihr dürft das andere Team verwirren. Im Zweifelsfall ist es Kunst. Wir sind hier in der HFG. Genau. Ja, und... Also es könnte irgendwie seltsam sein. Ja, ansonsten, es erklärt sich hoffentlich von selbst. Wenn nicht, gebe ich euch hinterher Hinweise. Und in der Hinweisrunde dürfen beide Teams raten. Das heißt, wer dann zu laut oder laut genug zuerst schreit, kriegt die Punkte. Es gibt aber für die Hinweise Abzug. Das heißt, es gibt weniger Punkte für jedes geratene Bild. Gut, dann fangen wir mal an. Da müsst ihr jetzt, genau. Steht auch alles. So, weil IPv Bier auf der linken Seite sitzt, fangen Sie an. Das ist ein Scheißgrund. Meine Software möchte es so. Okay. Das ist ein guter Software. Das Thema eingreifen, wenn nicht dieses Thema in uns. Ja. Ich würde niemals Software widersprechen. Genau. Ich hoffe, sie stürzt nicht ab. Es ist ein sehr altes Java-Programm. Qualitätssoftware. Gut, dann geht es mal los.
und viel Spaß beim Raten. Elster. Ja, das ist richtig. Das war nicht schwer. Das ist ja auch die Einstiegsrunde. Also. Achso, was ist ein Steuerprogramm? Warte mal, wir sind gar nicht falsches bei, Spiel. Also. Wir müssen irgendwas sagen. Wir müssen irgendwas das sind die Regeln. Ja. Genau. Wir sind hier nicht beim Jeopardy. Elster. So. Das ist echt ganz gut. Jetzt red also das andere Team, unfreiwillig alkoholfrei, gleich weiter. So. Achso, ja. Und. Nein. Und los geht es. Ja, Watchface. Watchface? Ich weiß, aber ich sag's. Eure Zeit läuft. Das ist aber schwerer als das andere. Urgesicht. Ihr habt alle Android, oder? FaceTime. Okay. So. Das war ein Tipp. Ja. Nein. Es ist die Anfangsrunde, in der bin ich noch. Nachher wird es hart. Nachher kommen auch sehr komische Bilder, die definitiv Kunst sind. Achso, ab 23 Uhr oder 24 Uhr? Wann dürfen die ganz komischen Bilder zeigen? Genau. Das ist Kunst. Genau, irgendwo ist immer noch 23 Uhr. So. Und weiter geht es. Wieder mit IPV-Bier. Spider-Eye, Crab-Eye, Eye-Crab, Head-Crab, Krebs, Augenkrebs. Genau, es ist Augenkrebs. Das kann leicht mal ins Auge gehen. Mhm. Okay, so. Und weiter geht es. Blackbox. Sandbox. Ja. Black Sandbox. Ja. No unauthorized use. So. Der gute Sand drinnen, der böse Sand draußen. Was? Ja. IPv4-Bier. Coffee-Router? Was? JavaScript? Nein. Ether? Java-Plug? JavaNet? Coffee over IP? HTTP. Oh, das wäre schön. HTTP? Nein. Aber Coffee over IP fände ich schön. Koffeinstecker. Koffeinstecker. Habt ihr keinen Koffeinstecker? Nein. Unsere Antwort ist Kaffeekabel. Okay. Hypertext Coffee Control Protocol. Hot Plug. Nein. Coffee Script. Ether Coffee. IP over hot beverage. Cappuccino-Netz. Okay, dann beide Teams dürfen raten. Ich hoffe, das mit den Hinweisen funktioniert jetzt. Cappuccino. Was für ein Getränk ist es? Genau, die Cappuccino. Frage, was für ein Getränk ist es? Cappuccino. So Coffee. Grob, also ihr habt so. Und, Schaum. Was hat das? Schwarz und lecker. Ja, aber ihr habt es eigentlich. Coffeeport. Schaum. Milchschaum. Ihr habt es eigentlich schon alles richtig. Home Networking. Open Phone. Viel zu kompliziert. wie wäre es? Jetzt fällt es euch gleich wie Augenkrebs von den anderen. Internetcafé. Genau, es ist ein Internetcafé. Das ist wegen der Hinweise. Das Publikum beschwert sich, es sei ein Internet-Cappuccino. Aber nun ja. Ja, wie hätten wir das raten können?
Wie hättet ihr das raten können? Ja, die anderen haben es geraten. Okay, es geht weiter. Und unfreiwillig alkoholfrei fängt an. Gaskocher. Blaues Feuer. Das andere Team heißt unfreiwillig. Nein, doch. Nein, das sind wir. Ja, das sind die haben ja Bier. Blue Fire. Nein, ihr denkt noch zu kompliziert. Das sind einfache Sachen. So wie gerade eben habt ihr auch zu kompliziert gedacht. Gaskocher. Feuer. Firewall. Fireport. Firewire. Nein. Firecooker. With gas. Okay, dann IPV-Bier. Hotspot. Ja, es ist ein Hotspot. Das war doch offensichtlich. So, wie ihr seht, es gibt inzwischen auch mehr Punkte, ne? So. Nein, gut. Ihr seid ja auch gedopt. Scheiße. Wir müssen so, es geht weiter. Ich hab auch schon. Und IPV-Bier fängt an. Schnittstelle. Genau, es ist eine Schnittstelle. ich sehe schon, Urs macht nachher das Spiel alleine. Das ist der Plan. Genau. Die laufen nur, das ist gut, die dürfen das. Okay. So, nächste Runde. Nächstes Ball. Unfreiwillig alkoholfrei fängt an. Trainstation. Laut denken. Trainspotting. Tabs. Tabs, Train, Folder, Mappe, Züge, Lok. Lokpicking? Nee. Loktabs, Tablok. Logfolder. Oh Gott, oh Gott. Im Prinzip. Logfile. Ja, weil, also Logfolder war so nah dran, dass ich jetzt auch Log, also es soll eine Log-Datei oder Logfile sein. Das sind offenbar Tabs, das ist Tablog. Nein, 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 nein. Ja. So. So. Und weiter geht es. IPV-Bier fängt wieder an. Fütterung. Linux-Symbolbild. Bottom-Feeding. Bootstrapping. Wie Linux erzeugt wurde. So sieht das in Finnland immer aus. Gitfork. Was? Igit. Nicht so ganz, dann gebe ich weiter. Linux-Distribution. Nee. Feed. Long-Term Support. Unix-Fork. Die Fütterungszeit. Om-Nom-Nom. Okay, genau, ich habe schon gehört. Tupfraser. Irgendwas mit Feed, ist nicht so ein schönes Rätsel. RSS, einer R und S und S, RSS Feed. Und wer ist da der S? Downlink Feed. Left Feed. Na, da steht Punkt, Punkt, Punkt. Okay. Downstream. Ja, in welchem? Upstream, Downstream. Ja. Downlink. Es ist einfach nicht so schön. Ich zeige jetzt die Lösung an und wir vergessen, dass ich das da reingetan habe. So, dann geht's weiter. Und zwar darf unfreiwillig alkoholfrei anfangen. Subway, Window, Station. Windows, Metro Design.
Windows 10. Ihr müsst kreativer sein. Es werden die Hochpunktigeren, die sind kreativer. Windows Station. Windows PC. Sleeping Windows. Windows Suspend. Workstation. Okay, dann anderes Team. Also wenn es um die Bodenkacheln geht, Windows Metro Tiles. Das hatten wir schon. Ja. Windows Update, Wait State, Progress Bar. Sliding Window. Wartungsfenster. Ja, es ist ein Wartungsfenster. Double-ended queue. Zertifikatskette. Public Key Infrastructure. Widgets. Das sind Widgets. Nee. Intuitive Interface. Double-click. Double-click. Clickbait. Nein. Das andere Team darf jetzt raten. Private Keychain. Das klingt gut, ne? Nippelkette. Ja, klar. Es war schwierig, irgendwie da sinnvolle Bilder zu finden, die dann auch noch gemeinfrei sind. Bitte einmal gemeinfrei machen. Okay. Das ist ein deutscher Begriff. Aber es hilft, glaube ich, nicht weiter. Klemmkette. Ja, klemmen. Und jetzt? Und? Schmerzkette? Windows 10. Konferenzkette? GNU. Zu GPN fahre ich nur auf Ketten? Nein. Darf ich die Lösung vorwegnehmen oder habt ihr noch einen sinnvollen Vorschlag? Jedes Team noch einen Vorschlag. Cat Dev 0. Okay. Und ja, alkoholfreien? Irgendwer im Publikum eine Ahnung? Okay. Okay, dann gibt es jetzt noch ein Byte. Ich glaube, das kann aber nichts mehr entscheiden, aber wir spielen es trotzdem. Ne? Es geht ja um die Ehre. Ja. Und unfreiwillig alkoholfrei darf anfangen. Merkelbaum? Irgendwas mit Baum. Merkel-Tree. Ja, da merkt man, wer Informatiker ist. Sowohl Git als auch die Bitcoin-Blockchain bilden ein Merkel-Tree. Das schreibt sich aber anders. Merkelbaum. Ich weiß, aber es klingt so. Ich wohne in Finnland. Sind die auch alternativlos? Das finnische Wort für Baum ist tatsächlich Puh. Das heißt, das wäre Merkel-Puh. Mhm. Gut, dann ist das Endergebnis. Es gibt danach noch eine Runde. Das heißt, nein. Ihr dürft euch jetzt so ungefähr die Hälfte der Preise mitnehmen. An alle nachfolgenden Teams, nehmt Alkohol mit, dann funktioniert es besser. Gut, dann vielen Dank und herzlichen Glückwunsch. Yay.
Die Hälfte jedes Preises oder der Preise im Glück. Also ein Cybertape ist schon nützlich. Ja. Also macht das genug und viel. Na, du kannst ein Netzteil anschließen. Und oder auch, was meint das? Cybertape? Will noch jemand, wollt ihr noch eine Schüssel oder ein Handtuch oder ist das alles für Sachen? Ich hab schon eine Schüssel. Ich hab auch noch mehr. Ja, dann das nicht. Ist noch bitte. Soll ich noch ein Handtuch? Ich kann noch das Handtuch. Ja, ich hole dein Handtuch und aus. Oder? Das sind noch zwei. Was? Nein, 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 nein. So, das nächste Team darf auf die Bühne. Hallo. Hallo. Es sind noch vier Leute gesucht. Wir können auch gerne für die Frauenquote die zweite Runde nur mit Frauen spielen. Das wäre dann gerecht. Wir hätten auch schon einen Teamnamen. Wer möchte denn? Ihr könnt es ja so machen wie vorhin. Einfach jemand geht hier vor und er ist noch der Bluetooth-Controller ist noch da. Die sind nur zu dritt. Man kann noch einzeln antreten. Nein, Urs darf nicht nochmal. Da, ich sehe jemanden. Perfekt. Mick möchte als Vierter. Ihr dürft euch jetzt über den Teamnamen streiten und ihn mir mitteilen. So, wie möchtet ihr heißen? Hoch, hoch, runter, runter, rechts, links, BA. Was? Hoch, hoch, runter, runter, rechts. Rechts, links, BA. Was? Hoch, hoch, runter, runter, rechts, links. Als runter. Unicode-Pfeile. Da werde ich wahnsinnig. Das ist, glaube ich, Alt, Gr und dann T oder so auf dem normalen Linux-Keyboard. Na, habt ihr was endlich Langes? Ja, normal. Normal. Konami-Code. Schreib mal. K-O-N-A-M-I minus C-O-D-E. Gut. Ja, anderes Team? Ja, wir suchen noch. Ihr sucht noch. Das ist ein toller Teamname. Okay, IPv4-Chunk. IPv4-Chunk. Sollen wir den Namen raten? So. So? Was ist da? Ja. Das ist Byte Nummer 1. Stimmt, 0. Ja, ich gehe gleich da drauf. 0. So. IPv4-Chunk fängt an, weil ihr links sitzt. Ja, ja. MacOS. Lynx. Ja, Lynx. Kannst du noch sagen, was es ist? Ein Terminal Browser. Ins Mikrofon. Was? Ins Mikrofon. Ein Terminal Browser. Super. Weil alles, was ihr nicht ins Mikrofon sagt, ist hinterher nicht in der Aufnahme und dann heulen die Menschen. Oh. Oh. So. Dann geht es mit euch weiter. Also Konami Corp. Backdoor. Genau, dies ist ein Backdoor. So. Nächstes, IPv4-Chunk. Mate Party. Club Mate Party. Es ist eine Club Mate. Also es ist gefallen. Club Mate. Deswegen, also wenn alles gesagt wird, passt es schon. Könnte. Club Mate Party passt ja auch. So, IPv-Chunk.
Und weiter geht es. Konami-Code. Packet Loss. Es ist ein bisschen unschön geshoppt, deswegen gebe ich den Hinweis, dass ich da aus einem Arm was ausgeschnitten habe. Und was ist das, was ich ausgeschnitten habe? What the fuck? Bandscheibe USB aus dem Arm. Das müsste ein Tritophon da. Ah, nee. Okay, dann darf das andere Team raten. IPv4 Chunk. Schulterkabel. USB, Ellenbogen. Nee, das ist, ist das ein iPhone-Kabel? Ein Arm-Compiler. Es ist kein Arm-Compiler, aber. Muskeldaten, Muskelbytes, Muskelkabel. Muskelkabel? Muskelfaser. So, wir gehen mal mit dem Hinweis, dass beide Teams jetzt raten dürfen, mit, also Muskelkabel. Alle relevanten Dinge sind erkannt worden. Das ist das, was ich malen wollte, aber noch nicht der Begriff, den ich jetzt hören möchte. What? Und beide Teams dürfen raten. Bizepskabel? Nein. Ich gebe mal Hinweise. Cable-Muscle. Cable-Power. Cable-Strength. Power-Cable. Noch nicht ganz. Ah. Ich glaube, ich habe es schon. Naja, die Hinweise, die ich geben kann, sind... White Power. Ah, hier, Übertragungsart. Ich habe es im Publikum schon gehört. Glaube ich. Wer weiß es? Hand hoch. Mhm. Dann hat jedes Team noch einen Versuch und dann decke ich auf. Cable Strength. Das habe ich gesagt. Ja. Oh, schade. Aber nicht ins Mikro, dann. Ich habe es vorhin ins Mikro. Ihr habt einen Versuch. Ja, aber genau, ihr habt noch einen Versuch und dann löse ich auf. Okay, dann Lösung anzeigen. Powerline. Also ja, im Prinzip ein Kraftkabel. Was hat das denn mit der Übertragungsart zu tun von USB? Nein, nicht mit USB, aber es ist ein Kabel. Ja, toll! Ja. So. Dann geht es weiter. Und IPv4-Chunk fängt an. Wallgate? Nein. Junkengate ist es. Gated Community. Numbered Gated Community? Nein. Port 40? Portnummer? Gateway? So, ich lass mal das andere Team raten. Es ist definitiv irgendein Hashtag, der mit Gate endet. Also können wir jetzt einfach irgendwas sagen. Gamergate, 40-Gate, Torgate, Zoogate, Mauergate. Was gibt's sonst noch? Ist es vielleicht einfach Tor? Nee. Also der Brute Force Ansatz gerade eben war schon nicht so schlecht. Okay. Fast. Cybergate. Cybergate. Nein. Dann hätte ich was mit dem Absperrband fotografiert. ja, Netzwerk. Also okay, soweit waren wir. Die Zahl wurde auch schon gelesen, richtig? Gateway. Es ist eine Firewall-Produkt.
Cisco Gate, Fritz Gate, UFW Gate. Es kennt keiner. Man schreibt es auch anders, muss ich dazu sagen, aber es klingt so. Escape. Gut, dann hatten wir zwei hintereinander, die wir nicht auflösen konnten. Aber wer kennt es? Oh. Okay, es kennen einige im Publikum, damit ist es nicht völlig unbekannt. aber da sitzen ja auch die Experten. Ja dann, weil also natürlich sitzen im Publikum die Experten, weil die wissen immer, was die Lösung gewesen wäre. Nur wenn man auf der Bühne sitzt, weiß man es nicht. So, nächstes. Konami-Code fängt an. MIDI-Tower. Es ist ein MIDI-Tower. Gut. So. Und weiter geht's mit IP-Forschung. Krabi Tower Intel. Rubber Ducky. Ente. A Mini Tower. Duck Duck Go. Wie immer wird es in der ersten Runde geschafft, dass alle relevanten Gegenstände erkannt werden. Die Frage ist nur, was soll es sein? Tja, Konami Code darf auch probieren, die Punkte zu kriegen. Ja, sag doch mal irgendwas. Die Publikum-Experten wissen schon die Antwort, so wie ich gehört habe. Also sie verraten es nicht. Ich glaube, wir hören einfach nicht sein Publikum zu. Ja. Publikumsjoker. PC-Duck. PC-Duck. Okay, es dürfen beide Teams raten. Hinweise. Trabantenente. Hm? Was habt ihr gesagt? Trabantenente. Trabantenente, nein. Abgasente. Nein, also ich gebe mal alle Hinweise und dann müsst ihr das eigentlich nur noch hintereinander setzen. Also die Punkt, Punkt, Punkt sind die drei Wörter, die ihr einander setzen müsst. Computer, Brummkiste. Computer, Brummkiste, nicht ganz. What? Okay, erstes Teilwort. Autos machen einen allgemein, also einen Menschen. Schnell. Schnell, ja. Schnell ist es jetzt nicht gerade. Totenten-PC. Nein. Mobil. Autos machen tot, okay. Aber nein. Mobil. Autos machen mobil. Mobilentwickler? Was macht ein Computer? Mobilendgerät? Ein mobiles Endgerät. Ach du Scheiße. Das kam von euch, oder? Ja. Mobiles Endgerät. So. Ja, ich mobil durch, ich habe mich auf Drive festgelegt. Ein mobiles Endgerät. So, Konami Code darf weiterraten. Was ist das? Eure Zeit rennt und das andere Team kennt die Lösung anscheinend. Gerne laut raten, ihr könnt nichts verlieren, die anderen haben schon Ideen. Ja, wir haben keine. Gar keine. Kryptofluss? Ein Kryptofluss. Richtig. Ja, alles Relevante erkannt. Aber okay, IPv4-Chunk darf raten. Streamcipher. Genau, eine Stromchiffre. Ah. Also. Ja. So, und weiter geht es.
Herr Pieferchunk darf weiterraten. Flugzeug, Heck. Lüweb. Flügel. Tür, Leitwerks, Düse. Jetpack. Chemtrails. Gedankenkontrollstrahl. Okay, die Lösung des ersten Teams ist Gedankenkontrollstrahl, also darf Konami Code weiterraten. Cloud? Es ist eine Wolke zu sehen, aber sie Cloud ist... Cloud-Dienstleister, Cloud-Computing, Cloud-Flying. Nein. Plaintext. Das Publikum. Flugzeugausschnitt. Okay, dann dürfen beide raten. Backplane. Genau, Backplane. Okay, mit Plane lag ich ja schon gut. Du hast doch keine Hinweise gehabt. So. Okay. Definitiv. Okay, ihr meint, ich soll. Oh Gott. Funktioniert das? Also quasi Hints geben und dann ist die Frage, wenn das Team hatte, genau, dann meinetwegen, weil die anderen haben ja schon Plain gesagt und Plain Text ist ja im Prinzip wie ein Hint. Gut. Ja, kreative Punkte. Damit kriegt ihr aber nur weniger Punkte und ihr nicht Punkte dafür. Also halt wie ein Hinweis gewertet. Gut, nächstes Byte. Konami Code darf anfangen. Und es gibt noch drei Bytes und sie geben, glaube ich, alle 32 Punkte. Also man kann da noch viel rausholen. Ihr seid nicht dran. Three Act, Three Circus, Three Management. Ein Hochseilakt. Active Directory. Balance Tree. Ja, genau, ihr seid dran. Ich muss es noch klicken, dass eure Zeit läuft. Ja? Balance Tree. Ich weiß es. Tree Sort, Binary Tree, Star Tree. Self-Balancing Tree. Ja. Self-Balancing Tree. Ja. Ja. Balanciert ja. Fast. Oder im Deutschen, der balancierte Baum passt vielleicht noch besser. So. Ich war bei Load Balancing. War schon mal nah dran. Load Balancing. Okay. Noch zwei Bytes. IPv Chunk fängt an. Kein VW. Also, Nokia. Abgasskandal. Prüfstraße. Werkstatt. Hebebühne. Tja, nun. Damit das andere Team. Dom-Inspektor. Irgendwas anderes Inspektor. Auto-Inspektor. Was mit Auto? Fork? Autofork. Wir sind bei den komplizierteren Sachen, aber ja. Autofork, rote Röhren, Boden, Mann, Hebebühnen. Bild. Die längste Antwort aller Zeiten. Okay, dann gibt es Hinweise und beide Teams dürfen raten. Deep Inspection. Ist ein deutscher Begriff. Balanciertes Auto. Fast, es ist kein balanciertes Auto. Aber genau, es wird ein Auto
Repariert. Autokorrektur. Es ist eine Autokorrektur. So, und nun kommt das letzte Byte. Und Konami-Code fängt an. Touchscreen. Und ich glaube, jetzt wäre es gut, wenn Urs noch hier wäre. Ein Pointer, ein Child Pointer. Denn er hat diesen Begriff benutzt bei der PowerPoint-Karaoke. Ein Pointer auf eine Variable steht Variety. Okay, das andere Team darf. Referenz, Polter, Null Pointer. 420. Word Pointer. Verwirrtes Kind. Instruction Pointer. Okay, ich gebe mal Hinweise. Reading Pointer. Zeigen. Ein Mauszeiger. Source Pointer. Also der. Da ist eine Maus auf dem Bild. Das ist ein Mauszeiger. Das ist nicht deine Maus. Der Reading Pointer ist schon nah dran. Ich gebe mal mehr Hinweise. File Pointer. Also, Reading Pointer, aber. Schreibpointer. Lesepointer. Ja, sag Laserpointer. Ja. Oh. 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 Der ist so schlecht. Der, ja, funktioniert mit schlechtem Deutsch, der Laserpointer. Gut, dann das Endergebnis. 42, wir haben gewonnen. Das Publikum entscheidet, dass 42 Punkte besser als 80 sind. das heißt, ihr müsst euch jetzt um die Preise kloppen. Es sind ja noch zwei. Es sind noch zwei, genau. Nein, also macht das gerne unter euch aus, wie ihr das möchtet. Allerdings hat natürlich IP-Verschunk mehr Punkte. Ne? So. Mehr ist es. Da ist ja eh nichts Tolles mehr, das können wir haben. Gut, dann danke fürs Mitspielen und sucht euch was aus. Was gibt's denn da noch? Das ist die Schüssel. Genau, die Schüssel und die Fernsteuerung. Ich löse das Mikrofon. Nein, kein Mikrofon. Oh, eine LED. Fancy, fancy. Geil. Wir können die in drei Teile aufteilen. Kriege ich das Mikrofon? Ja, in drei Nein. Teile. Jo. Tschüss. Das war's leider schon. Wenn ihr aber tolle Ideen habt, dann könnt ihr mir die gerne als DM oder so schicken, nicht öffentlich, sonst wär's ja, ne? Aber, ja. Ihr twittert sie öffentlich, nee, keine gute Idee. Aber einfach mir schicken und dann kann ich auch bald wieder welche machen.